Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hamburg nennt sich bis heute stolz freie und Hansestadt, auch in gewissen Rückgriff auf die Bezeichnung der Stadt in der napoleonischen Zeit. Das lässt sich zum einen auf die Lösung aus der landesherrlichen Autorität der Grafen und später Herzöge von Holstein und der König von Dänemark beziehen, zum anderen aber auf die Mitgliedschaft in der Hanse. Nicht immer war Hamburg in seiner Geschichte mit vollem Einsatz bei der hansischen Sache, zweimal, nämlich um 1365 und 1417, drohte sogar eine Verhansung, also der Ausschluss aus der Hanse. Dennoch hat die Stadt innerhalb der Hanse immer eine wichtige Rolle gespielt, meist zusammen mit Lübeck, dessen Vorhafen zur Nordsee Hamburg bildete und mit dem man sich schon 1231 erstmalig zum Schutz der Landwege zwischen Hamburg und Lübeck verband. Einmal 1410, als Lübeck durch den Streit zwischen Alten und Neuen Rat erschüttert war, erklärte sogar ein Hansetag Hamburg kurzzeitig zum Haupt der Hanse, zumindest wie es da in den Akten heißt, bis Gott das anders fügt mit der Stadt Lübeck. Hamburg war auch mit Lübeck an den engeren Bündnissen der norddeutschen Städte im 15. Jahrhundert, den Turopisaten, beteiligt, teilweise eben auch als Vorstadt eines eigenen Hamburger Viertels oder Drittels. Obwohl Hamburg Lübeck in den Konflikten der 1520er Jahre und der Grafenfehde der 1530er Jahre im Streit um die dänische Krone nicht unterstützte, blieb die Zusammenarbeit auch in der erneuerten Hanse erhalten. Nach dem letzten Hansetag 1669 vertraten Hamburg und Lübeck zusammen mit Bremen die Hansestädte nach außen. Das setzte sich bis ins 19. Jahrhundert fort, als die drei Städte noch 1858 mit Siam und noch 1861 mit Frankreich Handelsverträge schlossen. Der Hansische Vertrag übrigens mit Siam ging dem Preußischen Vertrag voraus, der erst 1862 zustande kam. Die enge Zusammenarbeit mit Lübeck fand auch darin ihren Ausdruck, dass die 1420 vom Herzog von Sachsen-Lauenburg eroberten Gebiete um Bergedorf und Rietenburg bis 1868 gemeinsam verwaltet wurden. Es kann so nicht überraschen, dass in Hamburg spätestens im 19. Jahrhundert wieder ein allgemeines Interesse an der Hanse erwachte, nicht zuletzt im Zuge eines sich formierenden Nationalbewusstseins, das die deutsche Hanse eng mit der spätmittelalterlichen deutschen Geschichte verband, als eine Zeit bürgerlicher Größe. Das zeigt auch die vielgestaltige Verwendung des Hanse-Begriffes, gewissermaßen vom Hansa-Platz zum Hansa-Plast. Hamburg spielte auch so nicht zufällig in der im 19. Jahrhundert mit einem Göttinger Historiker, Georg Sartorius, einsetzenden Hanseforschung eine nicht unwichtige Rolle. Dies soll im Zentrum dieses Vortrags stehen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Dabei werden jeweils die Namen von Archivaren und Historikern zu nennen sein, Frauen waren damals noch nicht an der Forschung präsent. Allein stehen die Abschnitte des Vortrags zugleich auch immer für Phasen der Entwicklung und für neue Tendenzen. Ich komme damit zum ersten Abschnitt über die Anfänge der Hanseforschung, Sartorius und Johann Martin Lappenberg. Georg Friedrich Sartorius, geboren 1765, seit 1802 ordentlicher Professor für Geschichte in Göttingen, gilt nicht zu Unrecht als Begründer der modernen Hanseforschung. Im napoleonischen Zeitalter wandte er sich, wie er schreibt, um Missverständnissen zu entgehen, um 1796 der Hanse zu. Zitat, ein harmloserer politischer Gegenstand ließ sich aber wohl nicht auffinden als diese halbvergessene Antiquität. Zwischen 1802 und 1808 erschienen drei Bände seiner Geschichte des Hanseatischen Bundes, die die Geschichte der Hanse bis zum Einschlummern, so nannte er das, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts führten, vornehmlich basiert auf gedruckten Quellen. Ein ursprünglich geplanter vierter Band mit ungedruckten Quellen blieb jedoch aufgrund verschiedener Probleme, auch für den verweigerten Zugang zu Archiven, aus. Daher versuchte Sartorius nach der Öffnung der Archive in den 1820er Jahren eine Überarbeitung seines Werkes aufgrund archivalischer Quellen vorzunehmen und reiste unter anderem in die Archive von Hamburg, Lübeck, Rostock, Bremen und Köln. Allerdings verstarb er 1828, ohne die Neufassung abgeschlossen zu haben. Seine Witwe drängte darauf, dem jungen Hamburger Archivar Johann Martin Lappenberg
die Vollendung des Werks zu übertragen, was schließlich auch geschah. Wie schon die noch von Sartorius aufgesuchten Archive deutlich machen, lag der Fokus der Darstellung auf Norddeutschland. Lappenberg wurde vor allem deshalb damit beauftragt, weil er eben leicht in die Archive in Hamburg, Lübeck und ihre Nachbarstädte gelangen konnte. Lappenberg übernahm die norddeutsche Schwerpunktsetzung, wenn er etwa in der Einleitung zur Neuausgabe schreibt, Zitat: "Es ist vor allem der Mangel an Einheit der Nation gewesen, welcher die Städte des nördlichen Deutschlands groß gemacht hat. Der Ursprung der Hanse ist in zwei verschiedenen, wenn gleich nahe verwandten Tatsachen zu finden, den Verein deutscher Kaufleute im Auslande und den einzelnen sich allmählich ausdehnenden Bündnissen der Städte im nördlichen Deutschland." Zitat Ende. Wenig verwunderlich gehören dann Städte außerhalb Deutschlands, wie etwa Kampen, zu den weniger wichtigen Mitgliedern des Bundes, wie es im Text heißt. Diese Ausrichtung sollte folgenreich werden. Lappenberg änderte jedoch in anderer Hinsicht auch die Ausrichtung des sartorischen Werkes. Seine zweibändige Ausgabe beschränkt sich zunächst bewusst auf die Frühphase der hansischen Geschichte bis 1370 unter Berufung auf Sartorius selbst, der die Umarbeitung schon auf diese Zeit begrenzen wollte. Dazu bemerkte er, Zitat: "Außerdem sind die späteren Zeiten der Hanse in seinem älteren Werke bereits so ausführlich geschildert, dass das Bedürfnis einer neuen Bearbeitung desselben vielleicht nur von einigen hanseatischen Geschichtsfreunden für einzelne Abteilungen desselben empfunden sein mag." Zitat Ende. Der zeitliche Fokus der Hanse-Geschichte rückte damit auf das, was spätere die Blütezeit der deutschen Hanse nannten. Dieser Begriff der deutschen Hanse erscheint dann auch schon im Titel der Neubearbeitung. Während noch die erste Ausgabe als Geschichte des Hanseatischen Bundes erschien, ließ Lappenberg die zweite Ausgabe 1830 in zwei Bänden unter dem Titel Urkundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Hanse erscheinen. Wie schon der zitierte Verweis auf den Mangel an Einheit der Nation als Ursprung der Hanse deutlich macht, hatte das Thema im Kontext des erwachenden Nationalbewusstseins eine neue politische Relevanz bekommen. Nicht zufällig endet dann die Darstellung mit dem Jahr 1370, Zitat, "in welchem die mächtigen Städte des Vereins, die Seestädte, vor ganz Europa ihre Macht im Kampf gegen König Waldemar von Dänemark zeigten und einen ruhmvollen Frieden mit den Waffen in der Hand erzwangen." Zitat Ende. Die Darstellung beschränkt sich auf den ersten Band, der zweite bietet ein deutlich umfangreicheres, Zitat, "hansisches Urkundenbuch und Urkundenverzeichnis bis zum Jahre 1370. Dabei griff Lappenberg zwar auf die Vorarbeiten von Sartorius zurück, ergänzte aber Wartes Material und gestaltete die Edition neu. Einen wesentlichen Anteil an den Texten hatten auch die Rezesse, also die Protokolle der hansischen Tagfahrt. Lappenberg hatte ursprünglich nach seinem Jurastudium und der Promotion zum Doktor beider Rechte in Göttingen 1816 eine diplomatisch-politische Karriere angestrebt, bewarb sich dann aber 1823 erfolgreich als Hamburger Archivar in der Stellung eines Ratssekretärs, die er bis zu seinem Ruhestand 1864 innehatte. Dabei markierte der große Brand von 1842 einen bedeutenden Einschnitt. Lappenberg bemühte sich verstärkt um die Erschließung der verbliebenen Bestände des Archivs. So geht zum Beispiel die heute digital umgesetzte Erfassung der Bestände in der Hamburger Trese und ein paar andere Bestände auf von ihm erstellte Findmittel zurück. Zugleich begann er auch mit Quellpublikationen zur hamburgischen Geschichte, dem schon 1842 erschienenen ersten Band des Hamburgischen Urkundenbuches, folgten 1845 eine Edition der Stadt- und Schiffrechte Hamburgs und 1865 eine Edition der Chronik des Adam Tratzinger. Schon 1828 wurde Lappenberg von Georg Heinrich Perz zur Mitarbeit an den Monumenta Germani Historica gewonnen, für die er lange Zeit würdige Ausgaben insbesondere norddeutscher Chronisten wie Adam von Bremen, Albert von Stade und Helmut von Gosau bearbeitete. Zwischenzeitlich kehrte er jedoch, angeregt vom Auftrag über die Besitzverhältnisse des noch bestehenden Stahlhofs zu London, ein Gutachten zu erstellen, zur hansischen Geschichte zurück. 1851 erschien seine, Zitat, urkundliche Geschichte des hansischen Stahlhofs zu London. Wie er im Vorwort schreibt, finden sich, Zitat wiederum, in der hansischen Faktorei in London die ältesten Spuren der deutschen Hanse, vor denen zu Visby und Novgorod. Hier war ihre Erscheinung am bedeutungsvollsten, sowohl durch die vorgerückten Kultur-
Kulturzustände Englands, als durch ihre dort lange behauptete Macht und ihren stillen, aber mächtigen Einfluss auf die Entwicklung des ihnen allmählich nachstrebenden englischen Kaufmanns. Zitat Ende. Lappenberg erneuerte und verstärkte damit den Akzent, den er bereits in der Bearbeitung des sartorischen Werks auf die kaufmännischen Gemeinschaften innerhalb der Hansestädte und außerhalb der Hansestädte gesetzt hatte. Zugleich postulierte er einen, längst nur nicht gegeben, aber durch die nationale Wahrnehmung geprägten Vorsprung der Deutschen vor den Englischen fernhin. Im Übrigen zeigt der Band erneut auf, wo die Stärken Lappenbergs lagen, auf der Erschließung und Edition von Quellen. So wird die Geschichte des Stahlhofs immer nur in Einleitungen präsentiert, sonst dominiert die Wiedergabe der Dokumente. Lappenberg war so nicht zufällig auch unter den ersten Mitgliedern der 1858 in München gegründeten Kommission für deutsche Geschichts- und Quellenforschung bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften. 1859, dann schon im Folgejahr, stellte er dort einen ausführlich begründeten Antrag auf die Herausgabe einer Quellenreihe zu den Rezessen der Hanse. Das Ziel war unter anderem, wie es im Bericht dazu heißt, Zitat, die Heldenzeit und die Großtaten des deutschen Bürgertums zu vergegenwärtigen. Lappenberg betonte die Bedeutung der Hansegeschichte im Rahmen der deutschen Geschichte, da sie, Zitat wiederum, den interessantesten Teil der Geschichte des dritten Standes darstellt. Lappenberg hob hervor, dass die Hansegeschichte vielerlei Ergänzungen zur Literatur, Kunst und Rechtsgeschichte biete, zugleich aber neue Felder erschließe. Wiederum Zitat, während die Geschichte der deutschen Hanse das Emporkommen der deutschen Handelsstädte sowie der fremden Komtore darstellt, gewinnt sie zugleich einen aus den Landesgeschichten und den Städtechroniken kaum zu ahnenden, bedeutungsvollen Hintergrund, das mit zahllosen gegenseitigen Schlachtdichtern strahlend hervortretende Bild einer ruhmvollen Vergangenheit. Zitat Ende. Lappenberg verwies darauf, dass die Chronistik nur wenig zur Hansegeschichte beitrage, es also der Sammlung von Urkunden bedürfe, wie sie im Sartorius begonnen und Lappenberg selbst durch seine Neubearbeitung fortgesetzt haben. In zahlreichen Quellenpublikationen seien inzwischen, so immer nach Lappenbergs Argumente in seinem Antrag, zur Hansegeschichte publiziert, aber eben nur für einzelne Städte oder Regionen. Als erstes regte Lappenberg daher eine Sammlung der hansischen Rezesse oder Protokolle mit Beilagen an, die in keinem Archiv vollständig erhalten seien. Weiter schlug er vor, wenigstens bis zum Jahre 1400 alle wirklich hansischen Dokumente, wie er meint, vollständig abzudrucken. Andere, die nicht die Hanse unmittelbar betreffen würden, seien dagegen auszuschließen. Der Fokus lag damit auf den chronologisch zuordnenden Rezessen und auf Zeugnissen über die Kontore. Lappenberg schätzte dann, wie man sehen wird, etwas optimistisch, den Umfang der vorgeschlagenen Sammlung hansischer Urkunden und Rezesse bis zum Erlöschen der Hanse um die Mitte des 17. Jahrhunderts auf 3 bis 4 Quartbände oder höchstens 8 Oktavbände und schrieb weiter, Zitat, sie dürfte bei zweckmäßiger Anordnung und bei dem zu hoffenden Entgegenkommen von Seiten der betreffenden Landes- und Stadtarchiven in wenigen Jahren vollendet sein. Lappenberg nahm die Arbeit an der Sammlung bald darauf selbst auf, zusammen mit seinem Privatsekretär William Johans, der von Lappenberg nach London in die skandinavischen Archive entsandt wurde, während Lappenberg selbst in den wendischen Städten tätig war und Bremen, Braunschweig und Lüneburg im Auskunft gab. Allerdings konnte er bald wegen einer Augenkrankheit nur noch wenig an den Quellen arbeiten und der 1862 nach Kiel berufene Johans starb bereits Anfang 1865 im Alter von erst 30 Jahren. Bald darauf starb auch Lappenberg, bevor die Vorarbeiten zum Abschluss gekommen waren. Damit komme ich zum zweiten Abschnitt über Karl Koppmann und das, was ich selbst, wie das auf dem Bild zu sehen ist, als das hansische Arbeiterkleeblatt bezeichnet hat. Im gewissen Sinne trat bald ein weiterer Hamburger eben in die Fußstapfen Lappenbergs, nämlich Karl Koppmann, geboren in Hamburg 1839. Zunächst hatte er eine Uhrmacherlehre absolviert, wurde dann Volksschullehrer, nahm nach einem Jahr am Akademischen Gymnasium 1863 ein Studium in Göttingen auf. Dort kam es zu einer erfolgreichen Begegnung. Koppmann studierte unter Georg Weitz, einem der führenden Herausgeber der Monumenta Germani Historica, und wurde von ihm in die historischen Hilfswissenschaften und das Quellenstudium eingeführt.
Nachdem er noch ein Semester in Berlin verbracht hatte, wurde er 1866 in Göttingen mit einer Dissertation zu den ältesten Urkunden des Erzbistums Hamburg-Bremen promoviert. Auch wenn er damals seinen akademischen Werdegang schnell abschließen konnte, kam seine berufliche Karriere zuerst nicht so recht in Schwung. Weiz hätte seinen Schüler gern als Nachfolger von Lappenberg im Hamburger Staatsarchiv untergebracht, doch war dessen Stelle bereits 1863 bei seiner Pensionierung mit dem Juristen Otto Bennicke wiederbesetzt worden. Auf das Betreiben von Weiz übernahm Koppmann daher 1868 eine Stelle am Akademischen Gymnasium in Hamburg, wo er Vorlesungen zur Geschichte anbot, während er am Archiv nur sehr eingeschränkt wissenschaftlichen Aufgaben nachgehen konnte. Obwohl er auch bald angesichts verschiedener Editionsprojekte auf die Lehre am Akademischen Gymnasium verzichtete, gelang es ihm eben bis 1884 nicht, eine feste Anstellung am Hamburger Staatsarchiv zu erhalten. Und im Oktober dieses Jahres wurde er dann eben zum ersten Archivar der Stadt Rostock berufen, wo er mit der systematischen Ordnung der Bestände begann und bald auch mit zahlreichen Veröffentlichungen zur Geschichte Rostocks und Mecklenburgs hervortrat. In Hamburg war Koppmann 1868 dem Verein für Hamburgische Geschichte beigetreten, also auch als vorgerückter Mitglieder, gehörte 1869 bis 1872 zum Vorstand und war ab 1874 ständiger Sekretär des Vereins. In dieser Funktion betreute er 10 Jahre lang die Zeitschrift des Vereins und begründete 1878 die zusätzliche Reihe der Mitteilung für kleinere Beiträge und Nachrichten aus dem Verein. In diesem Kontext kam es zum ersten größeren Editionsauftrag an ihn. Der Verein betraute Koppmann mit der Edition der Hamburger Kämmerei-Rechnung der Jahre 1350 bis 1562, die zwischen 1869 und 1894 in 7 Bänden erschien, eine bis heute nicht ausgeschöpfte Quelle zur Hamburger Stadt-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte des späten Mittelalters, auch wenn ein Teil der Originale der Edition nicht auf die 1842 verbrannten Originale, sondern auf auszugsweise Abschriften von Johann Christian Laurent zurückgreifen musste, der seinerseits eng mit Johann Martin Lappenberg kooperierte und etwa in den Geschichtsschauern der deutschen Vorzeit auch Quellen zur hamburgischen Geschichte veröffentlicht hat. Neben den Hamburger Kämmereirechnungen wurde Koppmann dann zudem mit der Edition der Chroniken Lübecks betraut, die als Teil der von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften betreuten Reihe der Chroniken der deutschen Städte erscheinen sollte. 1884 veröffentlichte Koppmann dann im ersten Band die dem Franziskaner Lesemeister Detmar zugeschriebene Chronik. 2 weitere Bände erschienen 1899 und 1902. Auch sonst widmete sich Koppmann in seiner Rostocker Zeit weiter verschiedenen Quelleneditionen, etwa der Edition des Handlungsbuchs des Rostocker Bürgermeisters Johann Tollner. Koppmann hatte dann auch an der Gründung des Vereins für niederländische Sprachforschung 1875 erheblichen Anteil und trug zu dessen Veröffentlichung bei. Parallel zur Ausgabe aber der Kämmereirechnung hatte Koppmann bereits 1868 einen weiteren großen Auftrag erhalten. Er sollte nämlich die von Lappenberg 1859 beantragte Herausgabe der Beschlussprotokolle der hansischen Tagfahrten der Hanse-Rezesse übernehmen. Dabei kam es ihm zu, die Materialien für die Jahre 1256 bis 1430 zu bearbeiten. Diese Einschränkung gab sich aus einer neuen Konstellation, die das Projekt Lappenbergs zunächst sogar zu gefährden schien. Der neue 1864 in Bayern regierende König Ludwig II., also nach dem Ludwig II. Regierende König, war nicht bereit, das Projekt im ursprünglich geplanten Umfang zu fördern. Natürlich war der große Förderer Maximilian II. Ging dann mit der Unterstützung zurück. Es sollten also nur noch die Rezesse bis 1830 geführt werden. Auf die ergänzende Herausgabe eines hansischen Buchgrundbuchs sollte sogar völlig verzichtet werden. Es gelang dann aber Georg Weiz, der bei allen Planungen mal noch eine ganz wichtige Rolle spielte, seinen Schüler Karl Koppmann als Herausgeber für die von der Akademie herausgebende Reihe durchzusetzen. Weiz fand auch bald eine Lösung für die Herausgabe der weiteren von Lappenberg geplanten Edition. Dabei spielte der 1870 auf der Feier zum 25. Jahrestag des Stralsunder Friedens gegründete Hansische Geschichtsverein eine wesentliche Rolle, dessen ständiger Sekretär Koppmann schon 1870 wurde und von dessen Zeitschrift, den Hansischen Geschichtsblättern, Koppmann immerhin 31 Hefte herauskam. Auf der ersten Pfingsttagung des Vereins 1871
schlug Weizmann den anwesenden Historikern vor, dass der neu gegründete Verein die Herausgabe der Hanseprozesse ab 1831, also nach der von Koppmann bearbeiteten Periode, und eben dann des hansischen Urkundenbuchs übernehmen sollte. Weiz hatte dann auch gleich die beiden passenden Bearbeiter zur Hand, nämlich zwei seiner Schüler, interessanterweise beide aus dem Baltikum stammend, Goswin von der Rob aus Goldingen und Konstantin Böhlbaum aus Revan. Die beiden jüngeren Historiker sollten dabei Koppmann unterstellt werden. Der Vorstand des Vereins vermerkte ausdrücklich, dass das Projekt besonders davon profitieren würde, Zitat, dass alle drei Herren miteinander befreundet und in der Lage sind, einem Orte, bisher in Hamburg, gemeinsam tätig zu sein, sodass sie sich stets in die Hände arbeiten können, heißt es in dem Bericht. Von der Haupt übernahm die zweite Abteilung der Hanseprozesse, also 1431 bis 1476, Böhlbaum die ersten Bände des hansischen Urkundenbuchs. Diese drei teilten sich dann die Arbeit in den Archiven auf, die oft eben noch nicht so gut erschlossen waren, sodass man die relevanten Materialien leicht zuordnen konnte. Damit entstand das, was auf einem Foto von 1872, das man hier sehen kann, als hansisches Arbeiterkleeblatt bezeichnet wird. Die Zusammenarbeit hatte Folgen, die Carsten Jahnke im 2019er Band der hansischen Geschichtsblätter herausgearbeitet hat. Das betraf an erster Stelle die Auswahl der zu besuchenden Archive, die drei gemeinsam trafen und damit für alle Reihen zunächst gleich waren. So wurden die altmärkischen Hansestädte bewusst ausgeschlossen, da eine Anfrage von der Robs bei dem Archivar Ludwig Kötz in Lindstein die Auskunft ergab, in Stendal, Tangermünde und Seehausen finden Sie, wie ich Ihnen bestimmt versichern kann, nichts. Und in Salzwedel wird die Sache wohl nicht anders stehen. Da eine spätere handschriftliche Sammlung für Salzwedel nichts ergab, blieben diese Städte außen vor, ebenso wie weitere brandenburgische Hansestädte wie etwa Berlin oder Frankfurt an der Oder. Nicht einmal die Edition des Codex Diplomaticus Brandenburgensis von Riedel wurden hier einbezogen. Auch in den der Hanse über Thorn verbundenen Städten, Breslau und Krakau, wurden die Archive nicht aufgesucht, ebenso fehlen die thüringischen Städte. Diese Lücke ist von besonderer Bedeutung, als die Quellenausgaben für den oberdeutschen Städten diese Städte eben mit ihren Zusammenschlüssen dem norddeutschen Raum zuordnen, aber dann sind sie eben auch nicht aufgenommen. Auch noch andere kleinere norddeutsche Städte, wie etwa Stade oder Anklam, fielen durch das gelegte Raster. Ein weiteres Problem betrifft die Auswahl und Bearbeitung der zu erfassenden Stücke. Nach Georg Weitz hatte schon Johann Martin Lappenberg den Rahmen für die von ihm auf 3 bis 4 Bände geschätzte Edition vorgegeben. Zitat. Sie sollte alles umfassen, was die Hanse als Ganzes betraf oder für ihre Geschichte Bedeutung hat. Ausschließen nur, was bloß einzelne Städte anging, Verträge oder Verhandlungen zwischen 2 oder 3 Hansestädten, welche ein partikuläres, nicht etwa zu einem späteren hansischen geworbenes, nicht ein allgemeines Handelsinteresse haben. Zudem hatte Lappenberg gefordert, im Zitat, wenigstens bis zum Jahre 1400 seien alle wirklich hansischen Dokumente abzudrucken, später für solche Urkunden, die nur entfernter für ihre Geschichte in Betracht kämen, dürften Regesten genügen. Abgesehen davon, dass Lappenberg an seine Bearbeitung des Werks von Sartorius anschließen und bis 1370 vor allem die hansischen Prozesse oder Protokolle mit Beilagen aufnehmen wollte, stellte sich damit die grundlegende Frage, welche Stücke überhaupt die Hanse als Ganzes betreffen, welche nicht. Für Koppmann und sein Hamburger Kleeblatt war die Sache klar. Koppmann schrieb im Vorwort zum ersten Buch, als ein Band der Hanseprozesse, Zitat, der hansische Städteverein ist seinem eigentlichen Wesen nach ein Bund der deutschen Ostseestädte. Und seine Anfänge können deshalb nur in der Verbindung Lübecks mit den anderen wendischen Städten, wie sie sich erst seit dem Jahr 1256 nachweisen lässt, nicht schon in den Vereinbarungen Lübecks mit Hamburgs gefunden werden. Weiter, es handelte sich dabei zunächst um eine Ausbildung, um eine festere Gestaltung des wendischen Städtebundes selbst, sodann um die Hinzuziehung anderer Vereine oder Gruppen von Städten zu diesen Bündnis. Gewissermaßen in Fortschreibung der Einschränkung bei Sartorius und Lappenberg lag der Fokus damit auf der Geschichte der wendischen Städte. Es entstand ein Bild, dass der Hanse, das später als travezentrische Sicht zu Recht kritisiert worden ist. Auch die Unterscheidung zwischen Vollabdruck und mehr oder weniger ausführlichem Regest für bedeutendere und weniger bedeutendere Stücke, wie sie Lappenberg gefordert hatte, gewann insbesondere für die späteren Bände der Hanseprozesse
und eben für das Hansische Urkundenbuch an Gewicht. So formulierte Konstantin Löbaum in der Einladung zum dritten Band des Hansischen Urkundenbuches über seine Arbeit, Zitat, es galt ihm, den Stoff zu liedern, die Zeugnisse zweiten Ranges an zweiter Stelle zu bieten, aus den vollen Texten, die mir vorlagen, nur die entscheidenden Sätze mitzuteilen, die anderen bloß anzudeuten, sogar ganze Urkundengruppen hier beiseite zu schieben, nachdem ich sie für die Arbeit benutzt habe. Auf einen zentralen weiteren Aspekt machte auch bereits Georg Weitz in seinem Vorwort aufmerksam. So hätten Junghans und Lappenberg ursprünglich nur beabsichtigt, die Rezesse in chronologischer Reihenfolge abzudrucken mit kurzen Angaben zur Überlieferung und einigen inhaltlichen Überlegungen und Erläuterungen. Weitz führt dagegen aus, durch das Erscheinen des ersten Bandes der Reichstagsakten, zu denen immer die Hanse-Rezesse wie eine Art Seitenstück betrachtet wären, zumal in jenen auch die Verhandlungen des Oberdeutschen Städtebundes Aufnahme gefunden hatten, war die Anforderung auch an die Edition der Hanse-Rezesse gesteigert. Es handelte sich darum, die Akten der einzelnen Hansetage wie dort der Reichstage möglichst vollständig zu geben, die Vorbereitungen und die sich daran anschließenden Verhandlungen zusammenzustellen. Auf diese Weise war es auch möglich, einen Teil des urkundlichen Materials zu veröffentlichen, das gesammelt war. Zitat Ende. Schon die Reichstagsakten bieten eine moderne Konstruktion der Überlieferung, die sich an archivarische Strukturen orientiert und damit eine Institution konstruiert, wie es sie in der Zeit selbst nicht gegeben hatte. Das wurde jetzt auf die Überlieferung zu den Hansetagen übertragen. Es wurden nicht mehr die erhaltenen Rezesse nach den Rezessbüchern gediert, sondern man unterschied Vorakten, den eigentlichen Rezess und dann die Korrespondenz der Versammlung konstruierte sozusagen also Eingänge, Innenlauf und Ausgänge wie in frühneuzeitlichen Akten. Koppmann stellt dazu zunächst fest, Zitat, nach Vorgang der Herausgabe der Reichstagsakten ist das Material gruppiert und untereinander in Beziehung gebracht. Dieses Muster, schreibt er weiter, sei aber nicht ganz grafisch nachgeahmt worden. Wieder Zitat, Protokollbeilagen sind überall als selbstständige Stücke behandelt, auch da, wo sie im Rezess nicht nur angehängt, sondern eingeschaltet waren. Brachte das die Notwendigkeit kleinerer Wiederholungen mit sich, so hat es andererseits den Vorzug größerer Übersichtlichkeit für sich. Die Rezesse sind von den fremdartigen, den Zusammenhang unterbrechenden Bestandteilen befreit. Damit waren die Grundlagen gelegt. Die Arbeit des Hansischen Arbeiter-Kleeblatts erwies sich als überaus erfolgreich. Im Februar 1876 kam auf Beschluss des Vorstands des Hansischen Geschichtsvereins noch ein vierter Bearbeiter hinzu, Dietrich Schäfer, ein weiterer Schüler von Georg Weitz, der bereits arbeitete in den Hansestädten und König Waldemar IV. Von Dänemark über dänische Annalen vorgelegt hatte. Ihm wurde die dritte Abteilung der Hanse-Rezesse für die Jahre 1477 bis 1530 übertragen. Er konnte ebenfalls auf den schon gesammelten Material aufbauen und ergänzte eigene skandinavische Funde. So entstand die eindrucksvolle Reihe hansischer Quellenpublikationen, die wir eben heute immer wieder benutzen als Grundlage für die Arbeit. Koppmann konnte die erste Abteilung 1897 mit dem achten und letzten Band abschließen. Goswin von der Rock hatte zuvor schon 1892 den siebten Band als Schlussband der zweiten Abteilung vorgelegt. Dietrich Schäfer publizierte bis 1913 sogar 9 Bände für die dritte Abteilung, bei den letzten beiden Bänden unterstützt von Friedrich Tich. Schwierigkeiten ergaben sich nur für das Hansische Urkundenbuch, aus dem sich Konstantin Löbaum schon 1882 zurückziehen wollte. 1893 übernahm dann Karl Kunze und Walter Stein die Herausgabe der weiteren Bände, von denen sind ja auch 11 Bände nahezu erschienen. Damit komme ich zum kürzeren dritten Abschnitt über Anton Hagebauer. Unter den Mitarbeitern der Hansischen Quellen findet sich noch ein weiterer Hamburger Archivar, nämlich Anton Bernhard Karl Hagedorn. 1856 in Lübeck geboren, wurde er 1880 an der Universität Göttingen mit einer Arbeit über die Verfassungsgeschichte der Stadt Magdeburg bis 1192 promoviert. Danach konnte er eine Stelle im Staatsarchiv Lübeck erhalten und übernahm 1886 Ämter in der Lübecker, dann 1889 Ämter in der Hamburger Verwaltung. Im März 1898 wurde er dann Nachfolger Otto Benefis als Leiter des Staatsarchivs in Hamburg. Gerade seine politischen Aufgaben verhinderten jedoch, dass er eine ähnliche Bedeutung für die Herausgabe hansischer Quellen wie eben etwa Koppmann oder Konstantin Löbaum erlangen konnte. Schon 1882 wurde er vom Hansischen Geschichtsverein mit der Weiterführung des Hansischen Urkundenbuchs beauftragt.
Dafür lagen ihm schon die Sammlung von Höbaum vor, dazu die Notizen von Wilhelm Junghans zu den Beziehungen der Hansestädte zu England und den nordischen Reichen. Halldorn reiste ergänzend in die westfälischen, niederrheinischen und niederländischen Archive und fand weiteres Material im neu gewonnenen Stadtarchiv von Thorn sowie in einem Reweler Briefbuch. Mit der Ernennung zum Staatssekretär allerdings in Lübeck 1886 blieb ihm immer weniger Zeit, sodass er dann auch seine Ernennung in Hamburg 1889 endgültig aus der Redaktion des Buchs ausschied. Halldorn erscheint dann noch einmal im 1905 erschienenen von Karl Kunze herausgegebenen sechsten Band des Hansischen Urkundenbuchs unter den Archivaren, die durch Kollationierung und Auskünfte zum Entstehen des Bandes beigetragen hatten, wie er auch bei anderen einzelnen Stücken des dritten bis achten Bandes auch als Bearbeiter genannt wurde. Als Herausgeber erscheint Halldorn allerdings dann auf dem Titel des ersten Hefts des zweiten Bandes des Hamburgischen Urkundenbuchs, doch wurde dieser eben dann erst mit dem vierten Heft 1939 unter Halldorns engen Mitarbeiter Hans Nirnheim abgeschlossen. Auch sonst trat Halldorn mit kleineren Querpublikationen zur Geschichte Hamburgs hervor, kehrte aber eben nicht mehr zur Hanse zurück. Im vierten Abschnitt komme ich zu Hans Nirnheim und Heinrich Reinke. Mit dem Alarm der Editionstätigkeit zur Erschließung der hansischen Quellen verlor Hamburg eigentlich für die Hanseforschung an Bedeutung. Und in den Hamburger Archivaren war es dann allerdings auch Hans Nirnheim, der insbesondere durch seine Editionen zur hamburgischen Geschichte auch zur hansischen Geschichtsforschung beitrug. Nach seiner Promotion über Hamburg und Ostfriesland in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von 1890, die wegen der Bezüge zur Bekämpfung der Vitalienbrüder durch Hamburg auch wichtige hansische Aspekte behandelt, war er seit 1892 im Hamburger Archiv tätig. 1924 wurde er dann zum Nachfolger Hagedorns als Direktor des Staatsarchivs ernannt und mehrfach sogar über sein reguläres Dienstende hinaus bis 1933 verlängert. Seit 1890 war er im Verein für Hamburgische Geschichte tätig, so eben 1898 bis 1908 als Herausgeber der Mitteilung. Zudem war er seit 1932 Vorstandsmitglied des Hansischen Geschichtsvereins. Nirnheim editierte 1895 zunächst das Kaufmannsbuch eines Hamburger Kaufmanns des 14. Jahrhunderts, Vico von Geldersen, der über umfangreiche Handelsbeziehungen nach Flandern, Brabant und England verfügte und Hamburg auf mehreren Hansetagen vertrat. 1910 idierte er dann das Hamburger Fundzeugbuch von 1369, das eines der wichtigsten Zeugnisse zur zweiten großen und erst erfolgreichen Fundzollerhebung während des hansestädtischen Krieges darstellt und reiche Informationen zum hansischen Handel dieser Zeit bietet. 1930 folgte dann als Fortsetzung die Edition des Hamburgischen Fund- und Werkzeugbuchs. Die Erschließung der Zollakten war ein wichtiger Schritt eben zur Ausweitung der Forschung im Blick auf wirtschaftsgeschichtliche Fragen innerhalb der Hanse. Neben der schon edierten, der schon erwähnten Dissertation legte Nirnheim 1908 in der Reihe der Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins eine Studie zum Hamburger Bürgermeister Heinrich Murmeester vor. Murmeester war ja 1464 in Padua zum Doktor des römischen Rechts promovierter Jurist, kam dann 1465 in den Hamburger Rat und wurde schon 1467 zu einem der vier Bürgermeister gewählt. Er vertrat Hamburg eben auf allen Hansetagen zwischen 1466 und 78 und war eben auch einer der einflussreichsten Unterhändler beim Utrechter Frieden mit England 1474. Das heißt also, spiegelt diese Arbeit natürlich auch ein ganz wichtiges Stück hansischer Geschichte. Zudem setzte eben Nirnheim im Zuge seiner Editionstätigkeit den von Hagedorn begonnenen zweiten Band des Hamburgischen Urkundenbuchs fort, ebenso die von Koppmann relativ weit geführte Edition der Hamburger Kämmereirechnung mit einigen Ergänzungen zum ersten Band. Hatte sich der 1945 verstorbene Nirnheim von politischen Einflüssen in der NS-Zeit ferngehalten, passte sich der rund 25 Jahre jüngere Heinrich Reinke schnell den neuen Trends. Reinke, seit 1918 am Hamburger Staatsarchiv, erhielt 1925 ohne Habilitationsschrift von der Universität Hamburg die Venia Legendi für hamburgische, hansische und niederdeutsche Landesgeschichte. 1931 wurde er zum außerordentlichen Professor am historischen Seminar berufen. Von 1933 bis 1947 war er mit einer Unterbrechung nach Kriegsende Direktor des Staatsarchivs. 1931 veröffentlichte er in den Pfingstblättern des Hansischen Geschichtsvereins eine noch unpolitische Studie über Karl IV. Und die deutsche Hanse, die dem Kaiser im Zusammenhang mit zwei Messeprivilegien für Hamburg
Hamburg den Versuch einer Umlenkung der Handels- und Verkehrsströme zuschrieb. Darüber kann man diskutieren. Aber 1933 erschien eine Neuauflage der von ihm verantworteten Geschichte Hamburgs, die sich im Ton schon ganz den neuen Machthabern anpasste. Dort weist er in der Edition, der Einleitung, Entschuldigung, das bisherige Geschichtsbild einer um Handel und Schifffahrt gewachsenen Stadt, das weist er zurück als ein Beispiel liberalistischer Geschichtsklärung und fährt fort, Zitat, erst das überwältigende Erleben unserer Tage hat uns wieder die dreifache Wurzel aller Geschichte, Blut und Boden als ewige und heilige Grundlage, die dahinwandelnde Zeit als tägliches Arbeitsfeld, den fruchtbaren Augenblick als den gottgesandten Ruf zur Tat sehen und begreifen wird. So Reinke. 1937 in die NSDAP eingetreten, feierte Reinke das 750-jährige Jubiläum des sogenannten Barbarossa-Privilegs, also der vorgeblich durch Kaiser Friedrich I. ausgestellten großen Rechtsverleihung für Hamburg. 1939 mit einer großen politisch eingefärbten Edition mit dem Titel Hamburgs Weg zum Reich und in die Welt. Reinke ordnete die Neustadtgründung etwa durch Adolf III. Und das Barbarossa-Privileg in einen größeren Kontext ein. Ich zitiere wieder etwas ausführlicher. Erst die Leistung jugendlich starken Volkstums im Hochmittelalter, erst die Wiedereindeutschung des Ostens, die unter der Führung Adolfs II. Von Schauenburg und Hannigs des Löwen fast unter den Toren dieser Stadt ihren Ausgang nimmt, die den Elbstrom aus einer gefährdeten Grenze in das Rückgrat deutschen Volkstums verwandelt und die Ostseeküste zurückgewinnt. Erst sie hat die Voraussetzung geschaffen für die zweite Gründung Hamburgs als Handelsstadt. Er fährt dann fort. Der Unternehmungsgeist sturmharten, wagen und Bürgertums verkörpert in der Person des Birat von Boitzenburg die fördernde Hand eines rührigen Landesherrn Adolfs III. Und die Autorität des Reichs in dem Freibriefe Friedrich Barbarossas vom 7. Mai 1189 haben zu diesem Ergebnis zusammengeführt. Reinkes herausragende Stellung in Hamburg brachte ihn auch im Hansischen Geschichtsverein in eine wichtige Position. Vielleicht nicht zufällig mit Fritz Röhrich, der schon in den 1920er Jahren völkische Positionen vertreten hatte, übernahm Reinke zwischen 1938 und 1950 die Herausgabe der Hansischen Geschichtswerke. Während Röhrich seinen Lehrstuhl an der Berliner, sprich Wilhelms- und Humboldt-Universität, bis zu seinem Tode 1952 behalten konnte, musste Reinke 1945 auf Vertreibung der britischen Militärregierung die Leitung des Staatsarchivs für einige Zeit abgeben, konnte aber schon 1946 zurückkehren. Im selben Jahr verlieh ihm übrigens die Universität Hamburg die Ehrendoktorwürde und der Verein für Hamburgische Geschichte die Lappenleitmedaille. Bei seinen späteren Veröffentlichungen stand wieder vor allem Hamburg im Fokus. Seine Studien zu Hamburg am Vorabend der Reformation konnte er nicht abschließen. Sie wurden 1966 posthum von Erich von Lehe herausgegeben. Damit komme ich zum fünften Abschnitt. Etwas kürzer über Paul Johansen und Rolf Spangl. Auch wenn in den Folgejahren Archivare aus Hamburg noch wichtige Funktionen im Hansischen Geschichtsverein erhalten sollten, gewann die Universität nach dem Zweiten Weltkrieg für die Hansenforschung an Bedeutung. 1940 kam der isländische Historiker und Tallinner Stadtarchivar Paul Johansen im Zuge der von den Nationalsozialisten initiierten Zwangsumsiedlung der Deutschbalten nach Hamburg und erhielt eine außerordentliche Professur für hansische Geschichte, später um osteuropäische Geschichte erweitert. Nach dem Wintersemester 1942-43 wurde er eingezogen und kam in Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rückkehr 1946 nahm er die Lehre wieder auf, bevor er 1964 schwer erkrankt und im Folgejahr verstarb. Auch wenn er in seinen Veröffentlichungen bei seinem baltischen Schwerpunkt blieb, nahm die Hanse in seiner Lehre eine wichtige Stelle ein, wie auch das Übergewicht hansischer Themen unter den von ihm betreuten Dissertationen zeigt. So war Johansen von 1947 bis zu seinem Tode Vorstandsmitglied des Hansischen Geschichtsvereins und seit 1953 Schriftleiter der Hansischen Geschichtsblätter unter Beteiligung an der Hansischen Umschau, der Übersicht über die Literatur, die er zuvor zwei Jahre hauptverantwortlich betreut hatte. In der Nachfolge Johansens kam 1967 Rolf Spangl als Professor für mittelalterliche Geschichte nach Hamburg. In Hamburg geboren, hatte er auf dem Johanneum in Hamburg sein Abitur abgelegt und im Anschluss in Freiburg, Göttingen und Bonn studiert.
Dabei kam er in Freiburg vor allem in Kontakt mit der sogenannten Tellenbach-Schule, Schule um Gerd Tellenbach, und wurde 1955 mit einer Arbeit über den merowingischen Adel promoviert. Nach einiger Zeit am Vorläufer des Deutschen Historischen Instituts in Paris habilitierte er sich 1961 wieder bei Gerd Tellenbach in Freiburg, diesmal zu einem hochmittelalterlichen Thema, wandte sich aber bald der Wirtschaftsgeschichte zu. Mit dem Antrag seiner Stelle in Hamburg gewann aber die Beschäftigung mit der Hanse-Geschichte an Bedeutung. Noch 1967 trat er in dem Hansischen Geschichtsverein bei und gehörte danach von 1970 bis 1990 dem Vorstand an. Zwischen 1971 und 1976 war er eben auch einer der Herausgeber der Hansischen Geschichtsbücher. Während seiner Hamburger Zeit legte Rolf Sprandl zunächst die Edition des Hamburger Pfundzahlbuchs von 1418 vor, mit der er eben eine Edition von Hans Nirnheim anschloss und eben auch eine für die hansische Wirtschaftsgeschichte wiederum relevante Quelle zugänglich machte. Eines der Produkte seiner Hamburger Zeit ist die auch 1975 erschienene Arbeit über das mittelalterliche Zahlungssystem nach hansisch-nordischen Quellen des 13. bis 15. Jahrhunderts. Im Vorwort verweist er unter anderem auf die Unterstützung, die im Münzkabinett des Museums für Hamburgische Geschichte erfahren hat. In der Einleitung hebt er aber hervor, dass die Beschränkung auf den hansisch-nordischen Raum, er schreibt, mehr methodische und arbeitsökonomische Bedeutung hat als thematische, das Thema also generell der europäischen Wirtschaft und Sozialgeschichte gilt. Auf seiner Hamburger Zeit baut ebenso die noch erst rund 10 Jahre nach Sprandls Wechsel nach Würzburg 1973, also 1982, dann veröffentlichte Sammlung von Quellen zur Hanse-Geschichte auf, die als zweisprachige Ausgabe mit Übersetzung aus dem Lateinischen in der Reihe der Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters in der Freiheit von Stein Gedächtnisausgabe erschien und eine gute Hilfe für den akademischen Unterricht darstellt. Dazu kamen einige Aufsätze zur Hanse, wie der 1984 veröffentlichte Beitrag zur Konkurrenzfähigkeit der Hanse im Spätmittelalter. Ein bleibendes Verdienst für die Erforschung der mittelalterlichen Geschichte Hamburgs, aber auch der Wirtschaftsgeschichte des Hanseraums, erwarb sich Sprandl mit den von ihm angerichteten Forschungen zum Hamburger Rentenmarkt. Dafür wurden zunächst die Einträge der nach Kirchspielen gegliederten städtischen Rentenbücher in mehreren thematischen Serien, Orte, Personen usw. auf Karteikarten erfasst, die also heute noch im Staatsarchiv zugänglich sind. Die Bearbeiter erheben gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in Dissertationen zu verarbeiten. Klaus Richter etwa untersuchte die Zeit um 1300, Hans-Joachim Werner die Mitte des 14. Jahrhunderts, Hans-Peter Baum die Jahre um 1400 und Peter Gabrielsson das Ende des 15. Jahrhunderts. Damit komme ich zum letzten Teil über die Hamburger Hanse-Ausstellung von 1989. 1989 stand das 800. Jubiläum der angenommenen Rechteverleihung durch Kaiser Friedrich I. an und das sollte eben zu weiteren Veranstaltungen neben dem seit 1977 ja schon jährlich stattfindenden Hafengeburtstag genutzt werden. Obwohl Sprandls Nachfolger Gerhard Theuerkopf mehrfach so auf einer großen Tagung der Monumenta Germani Historica zu Fälschung im Mittelalter in München 1986 die Echtheit des sogenannten Barbarossa-Privilegs in Zweifel gezogen und die Urkunde auf die 1220er, 1230er Jahre datiert hatte, wurde das vorgebliche Privileg zum Anlass für eine große Ausstellung zur Hanse genommen, die in mancher Hinsicht wesentliche neue Akzente setzte. Erstmals wurde die Hanse in einer größeren Breite dargestellt, als das bisher auch in Überblicksdarstellung, etwa im klassischen Werk des Franzosen Philippe Dornanger, Dollinger, der Fall war. Das betraf zum einen das Spektrum der auch in kleineren Artikeln vorgestellten Hansestädte, zum anderen die Breite der Zugänge, die eben schon durch den Untertitel Lebenswirklichkeit und Mythos angedeutet war. So schreibt der Herausgeber der beiden Ausstellungsbände, Jörg Bracker, Herr dieses Hauses für einige Zeit, im Vorwort, die Ausstellung hat es sich zur Aufgabe gemacht, hinter den scheinbar verästelten oder oftmals nur fremdartig und darum märchenhaft anmutenden Bild Lebenswirklichkeiten freizulegen und auch dem unvoreingenommenen Betrachter zu erschließen. Ob Schiffbruch oder Seewurf, dargestellt auf dem Stader Gertrudenaltar oder einem Nikolausaltar der Marienkirche zu Danzig, nie handelt es sich um weit von der Tatsachenwelt entfernte Ideen eines entrückten Malers, denn sogleich stellen sich praktische, exakte Parallelen zu den in unseren Schiffsrechten oder Bußparken klar umschriebenen Sachverhalten ein, Beweise wiedergespiegelter Realität. Bracker stellt damit schriftliche, sachliche und bildliche Zeugnisse nebeneinander, durchaus im Bewusstsein, Zitat, dass die kostbaren Zeugnisse der Hansezeit
leicht ein allzu positives Bild vor dem Auge des Betrachters erscheinen lassen, weil Konflikterscheinungen oftmals nur im begleitenden Kommentar angedeutet werden können. Er will sich aber durch diesen breiten Zugang insgesamt, wieder Zitat, von auch durch politische Mythen und merkantile Anwendungen bis in unsere Tage entstellten Geschichtsbildern der Hanse entgegenstellen. Wacker konnte für den Textband der Ausstellung 63 Fachkolleginnen und Kollegen gewinnen, die in 120 Beiträgen auf rund 680 Seiten neben einem Überblick über die Geschichte der Hanse, die Strukturen der Hanse, die Städte, den Alltag, gewerbliche Produktion und Technik, auch Handel, Schifffahrt und Verkehr sowie Konflikte und Nachleben der Hanse abhandelten, illustriert durch viele auch eigens für die Ausstellung geschaffene Pläne und Skizzen sowie etliche weitere Abbildungen, jeweils unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes. Der Band gewann so Handbuchcharakter, gerade der erste Band des Katalogs, und wurde, da er schon während der Ausstellung vergriffen war, 1998 in etwas veränderter Form neu aufgelegt, in Zusammenarbeit mit Volker Helm und einem weiteren Hamburger Historiker, nämlich Rainer Postel, der als einer der Experten für die Spätphase der Hanse gelten darf. Diese Fassung wurde dann 2001 und 2006 nochmals nachgedruckt. Damit komme ich zum Schluss. Nicht alle Hanse-Forscher stammten aus Hamburg, doch haben Hamburger seit dem Beginn der wissenschaftlichen Erforschung immer wieder wichtige Beiträge. Beginnt zweifellos eben mit Johann Martin Lappenberg, der die Überarbeitung der grundlegenden Darstellung von Sartorius übernahm. Bis heute prägend war dann das Wirken von Karl Koppmann, der zusammen mit Goswin von der Rob und Konstantin Höbaum die Hansische Editionsräume gestaltete. Die Hamburger Archivare vom ausgehenden 19. bis zum Jahrhundert bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs konzentrierten sich aber stark auf die Geschichte Hamburgs, wobei sie trotzdem immer wieder Beiträge damit auch zur hansischen Geschichte leisteten. Nach dem Zweiten Weltkrieg trugen dann eben vor allem zwei, beiden erwähnten Mitglieder der Hamburger Universität, Paul Johansen und Rolf Spandl, zur Hanse-Forschung bei. Und die Hamburger Hanse-Ausstellung, sicherlich von 1989, zeigte die Vielgestaltigkeit der neueren Hanse-Forschung auf. Alle veränderten unter den Vorzeichen ihrer Zeit eben auch die Sichtweise, wie Hanse wahrgenommen wurde. Hatte sich Sartorius gerade deshalb der Hanse zugewandt, weil sie in den politisch schwierigen Zeiten seiner Zeit unproblematisch erschien, gewinnt eben die Erinnerung an die Geschichte der Hanse bei Lappenberg politische, vor allem nationale Bedeutung und wird als eine Phase historischer Größe verstanden. Das setzt sich dann bei Koppmann fort, der zugleich auch die Konzentration der Hanse-Forschung auf die Seestädte fortschlägt. Auf Anstoß von Georg Weitz passte er zudem die Erschließung der Hanse-Rezesse an die Edition der Reichstagsakten an, konstruierte somit eben eine Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit, die eben nicht den historischen Verhältnissen gerecht wird. War Anton Hagedorn durch seine Ämter in die Politik eingebunden und feierte zum Beispiel auch durch Urkundenpublikationen 1894-95 die jeweils 500 Jahre zurückliegende Inbesitznahme Ritzbüttels bzw. des Bild- und Kirchwörders durch Hamburg, stellte sich Heinrich Heinck, die eben bald nach der Machtübernahme Hitlers 1933 in den Dienst des neuen Regimes. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte insbesondere Rolf Spandl eben durch seine wirtschaftsgeschichtlichen Untersuchungen neue Akzente setzen. Schließlich stellte die Hanse-Ausstellung von 1989 eben diese aktuellen Ansätze zur Erforschung der Hanse-Geschichte vor, die vor allem die Öffentlichkeit erreichen sollten und eben auch die Offenheit der hansischen Strukturen betonen. Die Forschung ist inzwischen weitergegangen, wenn etwa der in Hamburg geborene Alexander Kopenhagen lehrende Carsten Janke in seinen Forschungen die eigentliche Geschichte der Hanse nicht mehr mit dem ersten Hansetag 1356, sondern mit der späteren Entwicklung von Regeln und Rahmenbedingungen um 1383 ansetzen will, wenn er auch die Rolle der kleinen Städte in der Hanse betont, die bisher vielfach vernachlässigt oder unterschätzt worden sei, und wenn er in Beiträgen zu einer hansischen Warenkunde auch noch einmal die Bindung der Hanse an den Mittelmeerraum herausarbeitet. Material für weitere Forschung gibt es genug. So ist die Geschichte der Beziehung zwischen Hamburg und der Hanseforschung sicher noch nicht beendet, und gerade die Universität Hamburg sollte dazu auch ihren Beitrag leisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.